Hallo und willkommen zurück zur 22. Folge der Admiral Sportshow. Heute haben wir zwei sehr, sehr coole Gäste. Box-Superstar Markus Nader und Marcel Meinl. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Servus. Hi. Hi. Hast du Tipps bekommen von Markus, was die Admiral Sportshow betrifft? Nein, er hat gesagt, das ist wie im Boxen. Wie ein Boxkampf. Ja, da ducke ich mich jetzt lieber. nein, keine Sorge. Wie bist du zum Boxen gekommen? Wie ist das alles bei dir so passiert? Nein, ich wurde vom Judo rausgeschmissen, weil ich da die Leute ein bisschen zu aggressiv geschmissen habe. Als Sechsjähriger halt. Und mein Vater hat gesagt, mach eine Sportart, du wirst sonst dick. Dann habe ich Boxen gesagt. Unvorstellbar für mich zu diesem Zeitpunkt. Und dann am nächsten Tag war ich im Boxclub angemeldet. Ich habe noch nie was vom Boxen gehört, das habe ich nur im Fernsehen gesehen. Ja gut, okay, du warst aber 7 Jahre alt, da hast du nicht mal Fernsehen, außer Teletubbies. Und dann ging es zack, zack und auf einmal war ich im Club. Dann ein paar Jahre später durfte ich mit Marco schon mit trainieren, was damals der Urtraum war. Jetzt ist es Routine, jetzt ist es nicht mehr so besonders. Jetzt haut er mir auf die Pfeife. Er hätte jetzt auch hier im Studio boxen können, aber ich habe irgendwie Angst, dass dann irgendwas passiert. Du hast seine TikTok-Videos gesehen, oder? Da habe ich sowieso Angst und deswegen weißt du, warum du und Kathi dazwischen sitzen. Genau. Hast du schon ein nächstes TikTok-Video geplant? Du könntest auch jetzt filmen, wenn du da irgendetwas in Szene setzen möchtest. Er ist sehr charismatisch, er ist ein sehr, sehr hübscher junger Mann, er ist sehr, sehr sympathisch. Er ist intelligent auch, das habe ich ja vergessen. Klappt man kaum. Aber er ist ein gescheiter Bursch auch noch. Wie viele Selfies, Videos machst du da so im Schnitt beim Training? Während dem Training haben wir eh keine Chance, da geht es zu wie keine Ahnung was. Aber nach dem Training dann, wenn alles voller Schweiß ist, definiert und so, dann macht man schon ein, zwei oberkörperfreie. Ja, schaut euch seine Stories an. Ja, auf Insta sieht man das immer. Also alle mal auf Insta folgen. Genau, ja. Wie heißt du auf Instagram? Max mal Marcel X Meindl. Kannst du nicht einblenden? Natürlich, wir haben alles vorbereitet. Bravo, Regie. Stark. Was kannst du jetzt von Markus lernen? Man sieht es jetzt nicht, aber er ist wirklich schnell. Vor allem mit den Fürhänden. Und vor allem schnell müde. Ja, das ist dann das Zweite. Das ist die richtige Stärke vom Ohr. Aber im größtenteils die Erfahrung. Du hast etwas mitgebracht. Ja. Vielleicht können wir es dann mal hier kurz präsentieren. Beeindruckend, diese Mechanik. Boxen war eigentlich dein Traumberuf, schätze ich mal früher. Was wolltest du früher werden? Nein, ich wollte modeln. Bitte schau die Kamera und mach so ein Bewerbungsvideo mit der Kamera. Die Kamera. Achso. Kann auch. Das ist jetzt deine Chance. Yes, aber chat mit Deutschen. Also, hallo Leute. Nochmal, probier nochmal. Okay. Hallo Leute. Jetzt. Hallo Leute. Jetzt. Aber chat. Okay. Hallo Leute, falls ihr mich modeln wollt. Achso, nein, sag nicht. Wir lassen. Wir bleiben beim Boxen. Wir bleiben beim Boxen. Oh ja, aber keine Videos drehen, bitte. Nur Fotos. Mir wird ja schwindelig. Da habe ich eine Axt im Mund. Warum? Ich war da in der Steiermark, da trainiere ich ab und zu. Und da tue ich Holzhacken und so, wie Rocky circa. Ich muss jetzt zur Verteidigung sagen, nicht jeder, der in der Steiermark lebt, tut Holzhacken mit der Axt. Also, nur das aber das könnte ein Bewerbungsfoto sein. Könnte man das nochmal zeigen? Bitte. Model Scott. Ja. Schon, ja? Nein, weiß, sie verziehst das Gesicht. Du weißt, vielleicht wirst du entdeckt in der Admiral Sport. Oder für Lagerhaus. Aber erzähl mal. Die Kraft am Land. Ja. Liebe Grüße übrigens von Papa Meindl. Oh ja, das ist so. Wir haben ein kurzes Quiz, oder wie soll man sagen, ein kurzes Spielchen vorbereitet. Wer braucht länger in der Umkleide? So eindeutig. Ja, er ist ganz schnell. Wie lang brauchst du da circa? Na, nicht lang, 20, 25 Minuten, aber er ist immer im Stress und lasst alle Sachen liegen. Allein gestern habe ich alle Sachen von ihm wieder weggeräumt. Wer kommt eher zu spät zum Training? Alter, ich bin ja immer dort. Ich komme ja, ich bin von 7 Uhr in der Früh bis um 2 Uhr. Ja, aber schaffst es trotzdem zu spät zu kommen. Das Büro ist gleich nebenan, ein paar Meter entfernt. Aber gut, okay. Ist wurscht. Wer sündigt beim Essen öfters? Sieht man, glaube ich, auch. Aber vor der Show hast du ordentlich. Ja, weil ich mir rauben kann. Ach so. Nächste Frage. Wer ist der bessere Boxer? Wir haben nochmals liebe Grüße überreicht bzw. geschickt bekommen. Und ganz viele im... Von Marcells Kindermädchen haben beide. Gustl. Wirklich? Papa Meindl wieder geschrieben. Gustl. Wer von euch möchte es verkünden? Danke. Ich glaube, ich mache es, weil ich das nicht mehr lesen. Dann macht das Kuvertfangschaft. Gut, ich kann das sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid so mit dabei. Aber es gibt ja noch was zu gewinnen heute.
Deine Wortspiele, Markus, sind ein Skandal. Unsere Show gibt es auch als Podcast. Wenn Sie auch reinschauen, reinhören, ja, viel eher in einem Podcast, nicht reinschauen. Oder eure Sendung noch einmal anhören. Das wird es auf jeden Fall sein. Aber da sieht man dein wunderbares Hemd nicht. Man hört die Engelstimme. Man hört die Engelstimme. Was sagst du dazu, Markus? Also, das kommt vom Boxen, 100%. Zeit, Schluss zu machen, sagst du, gell? Ja, bitte, sonst. Wir sagen euch, danke, dass du da warst. Auf jeden Fall viel Erfolg für die Bounce Fight Night. Wir machen so. Und wie sich so einen Boxer gehört. Genau, oder? Ja, ich weiß nicht, warum der raus ist. Okay, Marcel geht schon, Markus geht auch. Die Gäste verlassen bereits das Studio. Ich glaube, der spricht nicht für uns, aber wir können aufzählen. Bis nächsten Donnerstag, ciao. Wir sehen uns. Ja, ich bleib noch. Bis dann.